Ja, hi Leute. Also heute filme ich mal mit meiner neuen Kamera. Die neue Kamera ist eine GoPro Hero 3 Black. Die habe ich von meinem Bruder gekriegt. Der hatte zwei. Aus unerfindlichen Gründen. Jetzt muss natürlich die Uhr gerade läuten. Die hat er mir jetzt überlassen durch ein kleines Tauschgeschäft, sage ich einmal. Ich habe von ihm die Kamera gekriegt, ohne Zubehör. Er hat dafür von mir zwei Stative und mein Videocamcorder gekriegt, der bei mir auch schon relativ lang rumlag. Wie gesagt, das haben wir jetzt getauscht. Heute ist ein bisschen Zubehör gekommen, Selfie-Stick, verschiedene Klemmhalterungen, Kopfbandhalterung, Scheibenhalterung, Spiegelhalterung und dergleichen. Mit dem sollte das Ganze jetzt dann besser werden. Auch Unterwassergehäuse habe ich mir beschafft und morgen müssten noch zwei Zusatzakkus kommen. Dann wollen wir noch einmal sehen, ob wir das Video mit dem IHC noch besser hinkriegen. Zur Not mache ich einmal ein Video IHC auf die Arbeit reinfahren. Dann könnten wir vielleicht den Turbo auch einmal hören und Spaß machen tut es obendrein auch noch. Ja, in meinem Hintergrund hier seht ihr noch meine Vitrine. Ich bin ein wenig so Modellsammler, das mache ich eigentlich schon seit, ja, gute Frage. Eigentlich schon immer. Landwirtschaftsmodelle habe ich schon mal halbe Ewigkeit. Ja, ist mittlerweile schon ein bisschen was zusammengekommen. Ich habe aber noch deutlich mehr. Bloß das habe ich so gar nicht hier stehen. Das sind die Vitrinen viel zu klein. Ja, ich sitze jetzt hier gerade noch an meinem Computer. Im Hintergrund schön mal Kramer zu sehen, noch bei der Kartoffelernte. Ich wollte jetzt hier einfach mal noch ein wenig Video zurechtschnipseln, wollte mal schauen, ob es funktioniert. War einfach nur mal als Infovideo gedacht, dass ich jetzt eine neue Kamera habe und um mal die Bildqualität zu sehen. Und demnächst wird da noch mal was folgen. Ich denke mal spätestens für meinen Kramer da. Die planen, wenn noch dieses Jahr kommen sollten, das Jahr ist ja nicht mehr so lang, dann wird noch ein kleines Video kommen. Schlepperplanen fertig wieder auf den Kramer drauf bauen. Mal sehen, ob es funktioniert. Schön wäre es. Muss ich selber mal probieren. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, weil ich am Samstag noch arbeiten muss. Eventuell komme ich aber eher von der Arbeit heim. Ich weiß nicht, ob die Post rechtzeitig da ist, ob das Verdeck rechtzeitig kommt. Das Grundgestell ist ja schon wieder drauf. Es sind ja bloß noch die Planen drauf machen, dass der Schlepper wieder original ist, wie er früher mal war. Weil ursprünglich hat der Kramer mal so ausgesehen. Ich glaube, das funktioniert jetzt nicht. Ja, auf alle Fälle, so hat mir der Großvater immer gefahren. Der hat mir damals gekauft, nagelneu 1962. Und später ist das Verdeck nachgerüstet worden, ebenso der Überrollbügel. Den Schlepper haben wir jetzt dieses Jahr restauriert. Hat ein halbes Jahr gedauert. Wir haben im März angefangen und waren im September endgültig fertig. Der ist komplett von vorne wieder aufgebaut worden. Ja, jetzt das Dach, das fehlt noch, weil es ist ungünstig, wenn man jetzt bei dem Wetter momentan, wie es ist, es regnet, auf dem nassen Schlepper sitzt. Das macht keinen Spaß. Ein Dach, das ist doch Gold wert. Also wollen wir mal sehen, ob das klappt. Drückt mir die Daumen, vielleicht kommt das Verdeck. Dann kommt eventuell am Wochenende noch ein kleines Video darüber. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Abend. Ich gehe jetzt noch schnell duschen und dann wird es Zeit fürs Bett. Morgen muss ich arbeiten, aber früh erst einmal in den Stall. Ich habe morgen Spätschicht. Ich wünsche euch was. Servus, bis zum nächsten Mal.